Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hoffe, es geht dir gut. In diesem Video gebe ich dir eine ganz klare und einfache Strategie mit, wie du für dich als Dienstleister oder Selbstständiger langfristig, aber auch mittelfristig immer wieder Kundenanfragen generieren kannst und wirklich zahlende Kunden gewinnen kannst. Let's go. Ganz, ganz viele Selbstständige, ganz viele am Anfang, ganz viele Anfänger, Gründer, die haben so eine gewisse Motivationskurve, die haben Lust darauf, Akquise zu betreiben, Kunden zu gewinnen und so weiter, aber verfallen dann ganz schnell dadurch, dass es einfach nicht vielleicht nicht so richtig am Anfang funktioniert, weil man am Anfang vielleicht noch so ein bisschen klassische Fehler macht, dass da einfach diese Motivation einfach verfällt. Ganz viele haben auch vielleicht Angst vor Akquise, die haben keine Lust darauf und ganz viele suchen irgendwie andere Lösungen, um Kunden zu gewinnen. Grundsätzlich bin ich ein Fan davon, mehrere Vertriebsstrategien oder Marketingstrategien umzusetzen und dann zu merken, was gut für dich funktioniert, welchen Stil du wirklich für dich umsetzen kannst. Und hier kriegst du eine Strategie für mich mit, die natürlich je nach Zielgruppe und je nach Angebot funktionieren kann, aber auch eventuell nicht. Warum? Offensichtlich ist es schwieriger, einen Anwalt, einen Arzt grundsätzlich über Social Media als Kunden zu gewinnen, ist ein bisschen schwieriger, weil das nicht so deren typisches Terrain ist, wo dieser Unternehmer oder Unternehmerin einfach unterwegs ist. Aber für eine gewisse Zielgruppe, sei es Einzelunternehmer, sei es zum Beispiel kleine Teams, das ergibt Sinn, dass du auf Social Media unterwegs bist und dir selbst deine eigene Reichweite aufbaust. Und wie wir das schaffen, legen wir jetzt los mit dem ersten Punkt. Und das ist grundsätzlich Level Up. Wir möchten keine 0815-Seite aufbauen. Wir wollen keine 0815-Grafiken, keine 0815-Fotos irgendwie online stellen. Wir möchten wirklich ein professionelles Bild von dir, von deiner Personal Brand oder von deiner Brand aufbauen durch ein professionelles Fotoshooting, professionelles Videoshooting, professionelle Grafiken, Grafikdesigner. Das soll von Anfang an einfach ein gutes Branding sein, was ihr einfach aufbauen solltet oder wo es einfach darauf ankommt, dass ihr euch einfach abhebt. Erstens, Level Up, keine 0815-Seiten aufbauen, 0815-Seiten bekommen keine wirklichen Anfragen, bekommen nicht so viele Follower, wie man sich eigentlich wünscht. Dadurch bekommt man natürlich auch sehr viel weniger Kundenanfragen und Kunden am Ende. Kopiere nicht irgendwelche Posts, denk mal wirklich mit, denk mal wirklich gleichzeitig darüber nach, wie kann ich wirklich mich und meine Person und meine Brand wirklich voranbringen, auf ein ganz neues Level bringen. Und da würde ich euch empfehlen, dort zu investieren, in euch zu investieren. Klar, ihr investiert in einen Dienstleister, in einen Fotografen, in einen Videografen, in einen Grafikdesigner, in einen Social Media Manager. Das ist aber gleichzeitig eine Investition in euch, in euer Business, was langfristig wirklich hält. Das ist auch nicht allzu teuer, ihr müsst keine 10.000 Euro dafür ausgeben. Ihr werdet sicherlich einen kennen, ansonsten meldet euch sehr gerne bei uns, dann vermitteln wir da mal einen Kontakt. Wir haben in jedem Agency-Bereich, in jeder Kreativdienstleistung haben wir Kontakte und Kunden, die wir sehr gerne weiterempfehlen. Step 1, Level Up. Mach kein 0815-Kram, sondern sorg einfach dafür, dass du mal wirklich eine richtig geile Page aufbaust, wo Leute einfach merken, okay, die Person, die hat's drauf. Step 2, setze auf Videomarketing. Ich sage jetzt nicht, du musst jetzt jede Woche 3 YouTube-Videos hochprofessionell aufbauen, aber es ergibt einfach Sinn, dass du jetzt gerade vielleicht nur mit Fotos und Grafiken arbeitest, würde ich als allererstes mal kleine Einstiegshürde wählen, sei es Instagram Reels, TikToks, YouTube Shorts, generell einfach Kurzvideos mal von dir aufnehmen. Dadurch sorgst du durch Videos, wo du dich auch persönlich zeigst, gleichzeitig erstmal für mehr Vertrauen. Wenn du einfach nur Grafiken online hast, so, dann ist da nicht mehr so großes Vertrauen, als wenn du wirklich in Videos investierst. Ich habe das persönlich super stark gemerkt, als wir mit dem YouTube-Channel hier wirklich nochmal einen Ticken ernsthafter angegangen haben. Aber auch schon nach den ersten 10 Videos haben wir das gemerkt. Und ich kann dir da wirklich empfehlen, durch Videomarketing baust du starkes Vertrauen auf und du hebst dich sofort ab für andere Agenturen oder anderen Dienstleister, die sowas nicht machen. Was ich dir als Dienstleister oder Starter wirklich empfehle oder empfehlen kann, ist erstens, dass du Analysen oder etwas längere Videos online stellst. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn du im Social-Media-Bereich unterwegs bist, würde ich mir mal die Zeit nehmen, etwas große Kanäle, die wirklich im Social-Media-Bereich einiges richtig machen, mal wirklich zu analysieren, vielleicht so eine kleine Reaction darauf machen, um einfach deine eigene Expertise dort reinzubringen, durch eine Analyse. Dadurch baust du wieder weiteren Expertenstatus auf und andere Teilnehmer sehen, alles klar, du kannst wirklich mal einen Instagram-Channel oder einen Auftritt oder ein Video oder eine Website oder einen Funnel oder einen Werbetext, kannst du wirklich analysieren und sagen, warum die Personen das so machen und warum das Sinn ergibt. Je mehr
tiefgründigere oder Insights du wirklich raushaust, desto besseren Expertenstatus. Step 3, wir möchten deine Follower zu Fans konvertieren. Wir möchten dafür sorgen, dass deine Follower wirklich Lust darauf haben, deine neuen Beiträge, deine neuen Videos, deine neuen Texte wirklich durchzulesen oder anzuschauen, einfach weil wir es so hinbekommen haben, dass die wirklich Fans geworden sind und dass sie wirklich Lust darauf haben, weil die wissen, wenn der Jonah was Neues postet, da bekomme ich dann immer wieder neue Insights oder neue Learnings oder einfach wirklich Mehrwert, wo es sich lohnt zuzuschauen. Dadurch, dass du Insights oder Kundenergebnisse oder potenziellen Kunden so einen gewissen Weitblick geben kannst durch deine Dienstleistung, was dann wirklich ein Hebel von dir sein kann, gibst du einfach so viel Mehrwert für die Kunden, dass es nicht einfach diese typischen 0815 drei Tipps sind, sondern wirklich schau, dass du wirklich überzeugst durch Zielgruppenkompetenz und durch Zielgruppenverständnis, also du ganz genau weißt, für wen du die Videos machst, was für Probleme deine Zielgruppe hat und dass du, da darfst du gerne mal richtig in die Tiefe gehen und da kristallisiert sich dann ganz klar auch einfach Leute, die sich das länger anschauen oder auch vielleicht auch kürzer anschauen. Aber im Endeffekt kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, da mal wirklich Insights rauszuhauen, um Zielgruppenkompetenz aufzubauen. Step 4, das kann ich wirklich allen empfehlen. Ich würde ein Marketingvideo aufbauen und einmal wirklich höchst professionell einmal online stellen. Wir persönlich, wir haben das viel zu spät gemacht oder ich habe es viel zu spät gemacht. Ich würde es relativ am Anfang wirklich schon machen, dass man wirklich mal in 20, 30, 40 Minuten mal ein Videotraining aufbaut, was man auf YouTube zum Beispiel stellt, wo man zum Beispiel potenzielle Kunden nach einem Erstgespräch oder vielleicht nach einem Verkaufsgespräch oder zwischen einem Sales Cycle mal drauf schicken kann, wo man die Leute wirklich heiß darauf macht, auf dein Thema, sei es Social Media Marketing, was passiert in 3 Monaten, was passiert in 6 Monaten, wie sieht es wirklich aus, was sind vielleicht Ergebnisse, die du schon erreicht hast, warum sollte man das und das und das nutzen. Und da kann man sich wirklich mal die Zeit nehmen, ein Video mal wirklich höchst professionell aufsetzen, anstatt lieber 10 halb gute Videos. Dann würde ich lieber mich hinsetzen, mal einen halben Monat wirklich daran arbeiten, da ein bisschen Geld investieren, dass jemand das richtig cool schneidet oder richtig gut filmt. Und das ist wirklich eine Empfehlung. Genau dazu haben wir mal ein YouTube-Video gemacht, wo ich da nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehe. Schau dir das sehr gerne an. Und ansonsten schau, dass du Punkt 1, Level up, investiere in dich selbst und mach keine 0815 Seiten oder generell 0815 Content. Zweitens, setz auf Videomarketing. Drittens, schau, dass du deine Follower zu Fans konvertierst. Und viertens, investiere in ein Marketingvideo. Und dadurch kannst du mittelfristig und langfristig deine Zielgruppe wirklich auf deine Kanäle bringen, deinen Expertenstatus aufbauen und dadurch dann wirklich Kundenanfragen generieren, wenn du wirklich gar keine Akquise machen möchtest. Wenn du grundsätzlich immer noch Herausforderungen hast, planbar neue Kunden zu gewinnen, du total die Unklarheit hast, was wirklich gerade meine nächsten Steps sind, schreib mir sehr gerne mal auf Instagram und wir können gerne mal darüber sprechen. Lernen wir uns sehr gerne mal kennen. Oder du schaust dir das Videotraining für wirkliche Starter an, die wirklich eine totale Unklarheit haben. Für Starter unten in der Videobeschreibung ein komplett kostenfreies Videotraining. Klick dich sehr gerne rein, schau dir das sehr gerne an. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg und liebe Grüße.